Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Thüringen. Wir bauen jetzt unser Stammwickelwerk und die werden mal kurz den Boden hier planieren. Das heißt auf Höhe bringen und dass wir schauen, dass wir auf eine Ebene kriegen. Das heißt, in der Ecke habe ich es vorgesehen zu bauen. Und da werden wir mal sehen, dass wir mal ja, das war richtig gut. Also mit X, ne? Und nicht mit einer Maus. Gut, da haben wir jetzt für ein bisschen gepflastert, aber gut, das ist egal. Nicht zu ändern. So. Das heißt, wir müssen hier erstmal. Ja, planieren, ne? Das heißt, hier ein bisschen. Anpassen die Höhe, damit wir entsprechend unsere Möglichkeiten auch entsprechend platzsparend bauen können. Also, dass wir auch noch rangieren können. Ne? Das müsste eigentlich reichen normalerweise. Ja, speichern wir ganz kurz. Die Fläche müsste gut sein. Man könnte die gleich natürlich texturieren, das heißt pflastern wäre eine Option, ne? Ups, wieder zu weit. Alles kein Problem. Wir müssen ja sowieso irgendwann umziehen und dann ist es so hinüber. Nicht so tragisch, kann ein bisschen üben. So. Das ist die Grundfläche. Jetzt müssen wir noch bauen. Und zwar das Wickelwerk. Wo die Prinzip unsere Balken Balkenwickler. So, und da will ich aber drehen, dass wir seitlich rankommen. Beliefert wird, nochmal drehen. In meiner Ansicht kommen die Balken jetzt hier vorne raus. Das heißt, da wo der LKW steht. Wir gehen ein bisschen raus. Ich hoffe mal, dass er das jetzt so macht, dass er trotzdem anhebt. Das ist zu riskant. Hier werden wir das jetzt auch noch planieren, ne? Also anheben. Sicher, sicher. Das jetzt modulieren. So, das Bodentyp. Und hier werden wir hier wieder angleichen. Wird immer höher, aber sonst hält er uns das sowieso an. Oder er senkt und das wäre noch blöder, dass wir nicht auf einer Ebene arbeiten können. So, hoffen nur passt das, ne? Es geht darum, auch das Material entsprechend wegfahren können, ne? Oder ranfahren können. Das ist ja der wichtigste Grund, dass wir da ansprechen. Toiletten haben wir schon, Balkenwickler. Drehen. So wird es angeliefert, also im Prinzip so muss es jetzt nur so drehen. So, entschieden. Gut. Denn hier vorne gehen nämlich die anderen Balken an, ne? Hier kommen sie raus. So, jetzt werden wir es probieren. Ich würde mal den anderen Outroad-Anhänger holen, ob das funktioniert mit Holzbalken. Denn so sieht es mir nicht so schön aus, ne? Fährt zwar und geht auch keine Probleme weiter, aber es ist optisch halt nicht so schön, ne? Wenn der LKW zum Glück
keine Kollision. Und sonst ist das. Und hier haben wir dasselbe Problem wie da drüben. Das heißt, ja, anheben. Ja, hier kann man ja auch einmal hin und wieder mal. Ne, also mal so. Mit dem. Mit dem Traktor ranschieben, ne? Ja, wir haben hier einen richtigen Schwung, also richtig, ja. Weil das Sägewerk braucht den Platz und den könnte ich mal so stehen lassen. Ungünstig, ne? Schauen wir mal, dass er durch Schnee fährt. Übernehmen wir halt freischleppen, ne? Lassen. So, hängen wir ab. Wir holen den anderen mal den Autoloader her. Ob der funktioniert, das weiß ich noch nicht. Wäre schön. Das Holz holen wir mal raus, wenn wir Zeit haben und weniger Schnee ist. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Ich habe den beinahe vergessen. Und einen Restsonntag, ne? Gleich von vorne Reis. Ja, das ist hier das ganze Holz. Und das Sägewerk. Ich weiß noch nicht, ob er das annimmt. Als Balken. Wäre schön. Es wäre optisch besser, wenn das hier so packen würde, ne? Aber ich glaube nicht dran. Bin ein bisschen skeptisch. So. Da macht er nichts. Will mal kurz gucken, wo welche Seite ist. Saat unload. Baby. Legt er nicht auf, ne? Hab ich schon gedacht. Da war ein Gabelstapler, ist ja auch gefunden. Nicht so interessant, ne? Mal die andere Seite probieren. Klappt nicht. Gut, das war ein Versuch wert. Ja, wir sind festgefahren hier, kommen wir nicht raus. Bisschen verbaut habe ich mir auch, aber gut. Ich muss mal den Modder anschreiben mit dem Höhen. Mit dem Trigger, dass er das ein bisschen höher schiebt. Macht das Leben leichter, ne? So, das können wir wieder abhängen. Weil das Holz muss ja ständig abgenommen werden, sonst ist irgendwann alles komplett Warenstau und dann arbeiten die nicht weiter. Das wär, auf Dauer ist das nicht so schön, weil das ja auffällt, ne? Ist halt ungünstig. Na, was soll's, ne?
müssen wir halt mit dem Leben, ne? Und der ist wieder fast voll. Aber außen ist noch ein Platz und drinnen auch noch. Muss mal sehen, dass ich drüben die Balken ein bisschen angeschoben kriege. Nicht so schön, ne? Wie gesagt, er nimmt die ja nicht von unten ab, ne? Wenn die entsprechend so tief sind, oder nichts. Da muss ich ein bisschen warten, bis der nächste weg ist. Jo. Ist nicht perfekt. Nimmt die an, das anscheinend. Aber das verkauft sich am besten mit der eine Schiebeschild kommen hier. Aber weniger, ne? Stück für Stück. Jetzt kann ich noch ein bisschen ranschieben, und so hinter der Mauer. Jetzt tun wir gleich alles Gutes, ne? Wieder einen Schwung weg. Na, alle verpackt und alles gut. Vielleicht kann man noch im Frühjahr noch ein Feld kaufen, mal sehen.
Der Hintergrund ist grün, das ist ein bisschen ungünstig. Aber gut. Wahrscheinlich nicht möglich. Perfekt. Wahrscheinlich muss man die manuell aufladen aus so einem Autoloadhänger, so einem Holzhänger. Und dann würden die vielleicht auch angenommen. Also, ist auch wie gesagt sehr aufwendig, das alles allein zu machen. Also kann auch Sägewerk kontinuierlich arbeiten. Damit abgenommen wird, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich mich hier quäle hier. Bisschen so leicht, ne? Aber der Winter ist einfach vorbei. Und denk mal. Weitere 3 Folgen und 5 Folgen, dann kommt der Frühling. Ob wir dann natürlich noch gleich aufs Feld gehen können, glaube ich zwar nicht. Aber Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Alles verstaut. So ist gut. So, das kann ich beruhigt sagen. Tschüss und ciao, ciao. Ja. Morgen geht's weiter. Tschüss.